Herzlich willkommen hier beim Swiss Knife Man auf dem Kanal. Heute geht es um das Böker GEK. Das ist die neuere Version vom GEK 2000, das von Icon produziert wurde. Das Messer wurde von Tony Lennertz designt, gibt schon seit über 20 Jahren. Es gibt auch noch eine geschmiedete Variante, wo dann keine Griffschalen drauf sind, sondern wo der Griff auch aus geschmiedetem Stahl besteht und einfach dicker ist. Und halt eben diese Griffschalenversion. Dazu erhältlich sind dann auch noch Mikata-Schalen, die geschlossen sind. Für die, die es interessiert, auf jeden Fall eine Investition wert. Ja, und dann zum Messer. Es ist ein sehr, ich sage jetzt nicht eigenartiges, aber ein spezielles Design hier mit dieser Skelettierung. Das macht das Messer natürlich fantastisch leicht, weil hier der gesamte Stahl und auch das Griffmaterial fehlt. Können wir natürlich enorm viel Gewicht rausbringen. Und bei so einer Klingenlänge, die wir hier jetzt gleich mal angucken, haben wir eine Klingenlänge von, ich glaube, es waren 17 cm, gucken wir uns gleich mal an, wir haben hier eine Klingenlänge von, ja, ziemlich genau 17 cm. Wir haben eine Klingenhöhe von, ja, 35 mm und wir haben eine Gesamtlänge hier von 29 cm. Also ein durchaus ausgewachsenes Messer. In der Schweiz darf ich es führen, in Deutschland fällt es leider unter das Führverbot. Aber ich denke mal, wenn man Bushcraften ist, dann geht das auch in Ordnung. Ja, das Messer ist hervorragend verarbeitet. Also da gibt es nichts, hat wirklich keine Mängel. Ist ganz hervorragend verarbeitet. Und ist ein ganz cooler User, weil die Klinge ist sehr cool gemacht. Wir haben hier unten, der Anschliff beginnt hier direkt nach dem Griff im Prinzip. Durch das haben wir einen sehr guten Druckschnitt. Also wir können sehr gute Druckschnitte damit machen, weil die Schneide direkt hier unten anfängt. Die Klinge ist flach geschliffen. Der Flachschliff könnte noch einen Ticken feiner sein. Er ist schon etwas höher als bei der 1.0 Version. Das ist hier die 2.0 Version. Aber er könnte schon noch einen Ticken feiner sein. Ja, hier vorne die Spitze ist mir auch ein bisschen zu robust, da hätte man auch ein bisschen feiner arbeiten können, aber die bricht sicherlich nicht ab, also damit kann man auch irgendwo in einem Baumstamm rumhebeln, das macht ja, glaube ich, nichts aus. Hier haben wir noch eine falsche Schneide. Ja, dann Klingendicke, haben wir noch gar nicht angeschaut. Da haben wir hier eine Klingendicke von, ja, 4,95, 4,94, also ziemlich genau 5 mm. Klingenstärke, dann eine Gesamtdicke, können wir auch noch nachschauen, haben wir hier, jo, 15 mm mit den Griffschalen. Ergonomisch ist es natürlich mit diesen offenen Griffschalen nicht gerade ein Traum, weil es ist ein bisschen komisch, mit der Zeit gewöhnt man sich dran und kann damit eigentlich auch ganz gut arbeiten, aber so wirklich gut wie bei jetzt zum Beispiel dem Feldkniven A1 oder so ist der Griff nicht. Da kann man sich aber Abhilfe schaffen, indem man sich diese nachrüstbaren Mikata-Schalen kauft. Die sind ganz toll geformt, haben eine super Ergonomie. Und dann hat man auch ein Messer, das durchaus an einen A1 von Feldkniven oder so herankommt. Ja, ein cooles Outdoor-Tool, Bushcraft-Tool. Wie gesagt, man muss das Design mögen, nicht jedem gefällt es, ist ein recht spezielles Messer. Zum Stahl können wir noch sagen, das ist hier ein Böhler N690, der wird meistens so auf 58, 59 Roppel gehärtet. Super Stahl, eine gute Schnitthaltigkeit, ist sehr robust, lässt sich gut schärfen. Also eigentlich genau das Richtige für so ein Messer. Und damit arbeiten ist durchaus auch, geht sehr gut. Man muss einfach aufpassen, dass man hier nicht zu stumpf anschleift, weil das Messer vorne halt nicht so dünn ist, wie ich das gerne hätte. Es ist hier mit einer Stärke hinter der Schneidphase, ja, so 0,8, 0,7, also es ist nicht wirklich dünn. Dadurch, und das von Werk aus, ist die Sekundärphase, ich sage jetzt, in einem relativ stumpfen Winkel gekommen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht noch stumpfer wird, weil sonst schneidet das Messer dann wirklich nicht mehr gut. Die 1.0 Version war ja damals noch viel schlimmer, die war der Anschliff noch tiefer und noch gröber. Da hat der Jackknife 68 schon ein Video dazu gemacht, das muss ja eine absolute Katastrophe gewesen sein. Bei dem haben sie es jetzt etwas besser gemacht.
So ganz optimal ist es immer noch nicht, aber es ist so, dass man damit arbeiten kann. Wie gesagt, wenn man hier ein bisschen aufpasst, dass man hier die Schneide nicht noch stumpfer zuschleift, dann ist das kein Problem, dann kann man damit durchaus arbeiten. Zum Messer dazu gibt es eine Lederscheide, die ist einwandfrei verarbeitet. Sehr gute Qualität, sehr feines Leder von außen, sehr dickes Leder und sie ist Links- und Rechtshänder kompatibel. Das haben sie hier gelöst durch so einen Druckknopf mit so einem Steg hier. Dadurch kann man das Messer hier einfach reinstecken, den dann so drehen und mit dem Druckknopf zu. Wenn ich es von der Seite trage, dann kann ich einfach so öffnen und ziehen. Und wenn ich Linkshänder zum Beispiel bin, da kann ich dann auch von der anderen Seite öffnen und hier rausziehen. Das ganze System ist gut durchdacht, hat aber so einen kleinen Nachteil, und zwar, wenn ich jetzt ein bisschen unachtsam bin, das Messer einfach irgendwie ziehe, dann kann mir dieses Druckknopfteil recht schnell abfallen und ich kann es verlieren. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht irgendwo im Wald oder so verliert, sonst ist das nicht wirklich cool. Ich bin jetzt eh nicht so der Lederscheiden-Mensch und darum habe ich mir dafür auch eine Kydex gebaut. Zeige ich euch noch gleich. Ich habe da möglichst sparsam gearbeitet, sodass die Scheide möglichst nicht aufträgt. Ich habe da so eine einfache gefaltete Kydex gemacht aus einem Stück, das ich noch hatte. Das hat perfekt gepasst von der Länge. Jetzt haben wir geguckt. Ja. Also da habe ich wirklich auf den letzten Millimeter gearbeitet. Ihr seht, es umschließt hier gerade noch das Griffstück. Durch das kann man es auch, wenn man es ziehen will, direkt greifen und ziehen und hat es dann direkt schon richtig in der Hand. So, geht rein, klappt schön, geht auch gut raus, hat hier diverse Ösen, das kann man befestigen, wie man will. Unten kann das Wasser ablaufen, hat es ein Loch, hinten habe ich einen Deadlock dran gemacht. Jo. Ja, ich finde, mit einer Kydex ist das ein cooles Outdoor-Messer. Mit der Lederscheide zwar auch, aber so eine Kydex ist immer unempfindlicher und wie gesagt, man hat halt nicht das Problem, dass man hier diesen Ding verliert. Ich finde, das wäre auch noch eine coole Option, das mit einer Kydex anzubieten von Böker. Ja, ich habe mir jetzt eine selbst gebaut. Ja, so Fazit, das Messer ist eigentlich ein ganz cooles Bushcraft-Survival-Messer, cooles Outdoor-Messer. Ja, hat so ein paar Einschränkungen halt vom Design her. Ist wie gesagt Gewohnheitssache, den einen gefällt es, den anderen nicht. Aber so im Großen und Ganzen ist ein ganz gutes Messer, guter Stahl, gute Verarbeitung. Ein bisschen grob geschliffen, aber wenn man ein bisschen aufpasst, dann geht das so in Ordnung. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Gerne abonnieren, da hätte ich Freude. Und ja, sehen uns beim nächsten Mal.